Seid ihr herzlich willkommen, das Drei-Fragezeichen-Orakel. Die erste Frage ist, was denkt er? Die zweite Frage ist, wie fühlt er sich? Und die dritte Frage ist, was wird er tun? Sein nächster Schritt. Erstmal schauen wir an, was denkt er? Er steht im Mittelpunkt. Alles kreist sich um ihn selbst. Das kann natürlich bedeuten, seine egoistische Haltung. Oder er hat die Erwartungen, dass du ihn wahrnimmst, dass er Anerkennung bekommt. Er hat momentan diese selbstbewussten Auftreten. Die zweite Frage ist, wie fühlt er sich? Er ist ein bisschen durcheinander. Diese Wolke zeigt nämlich etwas, was undurchschaubar ist. Und das löst aus Unsicherheiten, vielleicht sogar Angst. Aber er gibt das nicht zu, weil hier sehen wir, wie selbstbewusst er wirkt gerade. Und wie er sich fühlt, das ist sein Geheimnis. Und die dritte Frage ist, was wird er tun? Sein nächster Schritt sehen wir hier. Und das bedeutet, er hat Wünsche, Träume, Sehnsüchte, aber ist noch zurückhaltend. Er ist aber überzeugt davon, dass du spürst auch diese Mondkraft, diese Mondenergie, weil du hast auch deine Träume. Und hier habt ihr eine seelische Verbindung mit tiefen Gefühlen. Aber weil er unsicher ist, das ist wie ein Schleier, und er zeigt nicht direkt seinen Gefühlen, sondern er wartet darauf, dass du dich öffnest und zeigst du deine Wünsche, deine Träume, deine Sehnsüchte. Mond symbolisiert auch Mütterlichkeit, also diese Fürsorglichkeit ist wichtig, weil das ist sein Wunsch, das zu bekommen. Was verbindet euch? Das ist zwar nicht die dritte Frage, aber schon interessant und sollen wir das auch wissen. Dieses Kreuz bedeutet hier schicksalhafte Ereignisse, schicksalhafte Begegnung oder eine karmische Liebe. Und dieses Kreuz bedeutet auch die innere Kraft, diese Überzeugungskraft, dass ihr euren Träume lebt. All das ist zum Erwarten, dass dieser Traum wahr wird. Das Schicksal wird schon dafür sorgen. Dieser Kreuz bedeutet auch, dass diese Begegnung war kein Zufall und bedeutet noch Entscheidungen, wichtige Entscheidungen, weil ihr werdet in euren Lebensweg diese Kreuzung erreichen und ihr werdet neu orientieren, wie soll das jetzt weitergehen, nach vorne, hinten, links oder rechts. Also wichtige Zeitkarte aktuell ist diese Neuorientierung. Und ich wünsche dir einen schönen Tag. Alles Gute und alles Liebe.